Zeiten des Fachkräftemangels und des Demografiewandels ist es elementar, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und so die passenden, die richtigen Talente anzuziehen. Voraussetzung dafür ist, dass mit den Menschen im Unternehmen erarbeitet wird, wofür steht das Unternehmen? Was ist die Persönlichkeit des Unternehmens? Was sind die Markenwerte? Sind diese einmal erarbeitet, sind sie die Basis für die gesamten Kommunikationsmaßnahmen nach extern, um also auf sich als attraktiver Arbeitgeber aufmerksam zu machen, aber elementar auch nach intern. Denn wenn intern nicht gelebt wird, was nach außen kommuniziert wird, dann werden neue potenzielle Mitarbeiter auch im Rekrutierungsprozess und hinterher im Unternehmen sehr schnell erfahren, dass das, was sie aufgrund der Ausschreibung im Rekrutierungsprozess erwartet haben, nach innen so nicht gelebt wird. Letztendlich betrachten wir den gesamten Prozess der Rekrutierung einmal aus der Perspektive des Bewerbers, indem wir uns überlegen, was ist für den Bewerber entscheidend, auf welchen Faktoren beruht dann seine Entscheidung, sich von einem Unternehmen begeistern zu lassen. Das hängt einmal natürlich schon ganz früh im Rahmen des Prozesses beim Thema erste Wahrnehmung dann dran, indem ich einfach überlege, was ist das Erste, was der Kandidat erlebt. Das ist die Homepage, das ist die Stellenanzeige, das ist das Erscheinungsbild des Unternehmens, aber dann natürlich auch im weiteren Prozess, wenn es wirklich um die Bewerbung geht, wie empfindet er den Bewerbungsprozess, fühlt er sich als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen und erlebt er auch die Menschen innerhalb der Organisation so, dass er sagt, mit denen möchte ich auch in Zukunft mehr Zeit verbringen.